Und da gibt es ja seit dem vergangenen Jahr November einen neuen Champion mit Leo Lauber. Und gesucht wird jetzt der Herausforderer für ihn. Und wir sehen heute, wie gesagt, dreimal Akteure in diesen Kämpfen im Weltergewicht, die sich anmelden wollen für einen Titelkampf. Mal gucken, wer von den beiden jetzt, von Garcia, Danny Matadore und Dominic Wittek, derjenige ist, der als erstes die Glocke da in Bewegung setzt und sich positioniert für einen Titelkampf. Und Wittek knallhart, links, rechts, Kick hinterher. Distanz nach Kombination, Dominik, jawohl. Oh, Matadore auch erstmal mit dem Kick. Hat jetzt gerade den Superman-Punch einspringen. Oh, gefährlich. Schnelle Ellbogentechnik. So, Wittek versucht es hier mit dem Takedown. Gut verteidigt von Matadore. Kick auf den Oberschenkel. Die linke, die hat er getroffen. Jetzt stochern beide so mit der Führungshand jeweils an. Körperhaken, Kopfhaken, sehr schöne Kombination. Jetzt kurzes Innehalten, jetzt haben sie sich ein bisschen beschnuppert, ein bisschen angearbeitet hier. So, nach dem Abkloppen. Und Matadore eher der. Oh, den hat er ganz schlecht gesehen. Oh, da geht er runter, das war's. Das war's. 59 Sekunden eingeleitet durch den ersten Runde. High Kick mit dem vorderen Bein. Vorausgegangen aber der Treffer mit der linken. Der hatte Matador schon so ein bisschen durchgeschüttelt und dann hat er auch nicht gut gesehen, hat er geblinzelt. Und Wittek hat nachgezogen und beendet dieses Duell in der ersten Runde. Klares Ergebnis hier, klares Ding. Da kommt jetzt gleich die linke. Mama, das war noch der erste so Schlagabtausch, den sie sich geliefert haben. Ja, das sah auch noch gut aus für Matador und jetzt war ein Roundhouse Kick, da war der Treffer. Der erste Kick drin und jetzt die linke, so rum war es. Genau, erst der Kick, dann die Faust. Das war die richtige Reihenfolge. Nach dem High Kick war er schon ein bisschen angeklingelt. Da war er wackelig, wie gesagt, da hat er auch geblinzelt mit dem Auge und deshalb hat auch die linke gar nicht mehr kommen sehen. Nein. So. Peter Sobotta, total zufrieden. Ja, rechts im Bild hier Peter Sobotta, einer der wenigen deutschen Kämpfer, die es in die weltgrößte Organisation UFC geschafft haben. Mit so einem Mann in deiner Ecke, da hat man natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen. Denn der versteht sein Handwerk. Ja, der kann dir wirklich jeden Trick, jede Kleinigkeit verraten. So, klar, Garcia, Danny Matadore. Ja, das war ein schnelles Ende für ihn, was er im Prinzip so hat schon bekommen sehen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Das mit dem Applaudieren vor dem offiziellen Urteil ist bekannt. Ich hätte aber noch eine Neuerung einzusetzen, die da sind, die kennen das schon. Ladies and Gentlemen, bei richtig guten Kämpfen, also bei richtig, richtig, richtig guten Kämpfen, applaudiert man beiden Kämpfern vor der Urteilsverkündung nur für die Leistung im Stehen. Mein Vorschlag, Ihre Entscheidung, aber von meiner Seite aus wäre das mehr als gerecht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen im Namen beider Kämpfer und des MMAs. Ladies and Gentlemen, wir haben ein offizielles Urteil. Wir haben ein Referee-Stoppage, das Urteil lautet K.O. und es dauerte genau eine Minute in der ersten Runde und dann hat er sich durchgesetzt. Der Mann aus Balingen, Dominic Wittek!